Hallo Freunde, heute das Thema Temperaturmessung am Handgelenk mit der Uhr. Eine Uhr, wie es eben hier zum Beispiel im Apple Store ist. Apple Watch Series Nummer 8 oder die Ultra. Und da gibt es dann Ergebnisse dieser Art, die eigentlich sehr verlockend erscheinen, ne? Und wir sehen hier einen Trend über einen ganzen Monat hinweg oder fast. Und der Ausgangszustand, ja, das ist wahrscheinlich 36,8. Und dann schaut man, welche Varianz das hat. Und da sieht man, das kann ein Grad hochgehen, es kann ein Grad runtergehen. Tja, wie aussagekräftig ist das und was sagt es aus? Da gibt es hier einen Artikel, der so zusammengefasst ist. Intelligentdata.es Estado Arte Medida Temperatura corporal variables. Ja, auf jeden Fall ist da ein bisschen entmutigend. Zeigt man, was hat das eigentlich für Temperaturen am Körper, an den Punkten, die man eben da abgreifen kann. Der Mund ist jetzt gar nicht dabei, ne? Aber wenn ich jetzt die Stirn ranziehe, dann ist in einem kalten Raum, habe ich da 31 Grad und wenn der Raum so übliche Temperaturen hat, das wäre jetzt mal 27 Grad, dann ist es 35 und wenn es warm ist, dann geht es auf 37 hoch. Und interessanterweise über 37 geht es nicht. Und das ist korrekt, ne? Der Körper hat seine Hormone, um möglichst diese 36,8 ungefähr einzuhalten. Und normalerweise müsste es so sein, dass das bis in die Stirn geht, aber weil das eben außen liegt und da viel Knochen dazwischen ist und so, akzeptieren wir mal, dass das dann auf der Stirn abkühlen kann, um fast 5 Grad. Wenn wir so, sagen wir mal, an der Brust sind oder am oberen Rücken, haben wir so ziemlich die besten Temperaturen. Also dass die Kälteeinwirkung geht nicht so rasch jetzt hier in die Daten ein. Am Unterarm müsste ich eigentlich, wenn es warm ist, 37 Grad haben. Wenn es normale Temperatur ist, 34. Das liegt niedriger, es ist nicht optimal. Damit könnte man leben. Wenn es aber kalt ist, dann geht es auf 27 Grad runter, weil eben der Arm ja weit vom Körperzentrum entfernt ist. Ist schwieriger, dort drinnen Temperatur zu halten. Deswegen messen wir, wenn es um hormonelle Themen geht, im Mund am liebsten. Und die Frau hat eine gute Chance, die Vaginaltemperatur zu messen, weil das erstens eine Körperkerntemperatur ist und dann, weil das in direkter Umgebung der Eierstöcke ist, die ja dann in der zweiten Zyklushälfte die Progesteronbildung machen. Und Progesteron ist ein wärmendes Hormon und da kann man so schön sehen, wie das dann dort wärmer wird. Das ist eine hochinteressante Sache. Der Dr. Broder Barnes, der früher also ganz viel die Entwicklung vom Schilddrüsenextrakt mitbetrieben hat und die Anwendung und der auch der erste war, der so in den 50er Jahren dann die Nebennierenschwäche über die Temperatur zugeordnet hat, der hat ja unter der Achsel gemessen und das ist ja bewusst ausgespart, würde ich mal sagen, weil ja, dort würde man eine bessere Temperatur haben, ne? Die liegt ungefähr einen halben Grad unter dem, was im Mund ist. Aber im Mund stellt sich sehr stark die Schilddrüse dar und die Nebenniere in ihrer Tätigkeit. Und das kann man da so schön zuordnen an den Schwankungen. Aber jetzt wollen wir zu der Studie kommen, die erschienen ist in Nature Communications. Jetzt neu, ne, ist erst Ende August dann jetzt veröffentlicht worden. Und da stoßen wir jetzt auf die Aussage, dass die sagen, wie sich nachts die Temperatur darstellt, kann als Vorhersage genommen werden, welche Krankheit man mal entwickelt. Und da haben sie eben hier, ist die Grafik, 2008, 2010 haben sie da die Untersuchungen gemacht, so Voruntersuchungen und dann 2014 bis 2016 haben sie die konkreten Messungen schon gemacht mit so einer Uhr. Und jetzt sind eben da einige Jahre vergangen. Zum Teil haben sie es auch wiederholt, eben diese Aktigraphie, wie sie es nennen. Und da haben sie eben jetzt geschaut, was für Diagnosen haben die Menschen bekommen und wie viele sind gestorben. Und das ist eine relativ große Gruppe, das sehen wir jetzt ja schon. Das sind ja hier viele Menschen gestorben. Das ist untersucht worden von ein paar hunderttausend, glaube ich. Also
Eine halbe Million Menschen sind da in einer Datenbank und 100.000 haben dann so eine Uhr getragen. Ja, dann wurde einiges so, was schlecht kalibriert war, so ausgeschlossen. Aber dann kommen diese Bilder, wo wir jetzt ein bisschen ins Staunen kommen. Und zwar, das erste wäre, dass die Temperatur unheimlich stark schwankt am Handgelenk, wie es scheint, ne? Also man misst hier von Mitternacht bis Mitternacht. Und von Mitternacht bis, sagen wir mal, 7 Uhr ungefähr, ist die Temperatur 4 Grad höher als am Vormittag. Und dann beginnt es im Laufe des Tages anzusteigen. Das soll das Normale sein. Dann haben sie ein bisschen unterschieden. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin eine Morgenperson oder ich bin keine oder bin eine Abendsperson, also ich komme abends erst in die Gänge, dann kommt hier auch das überraschende Ergebnis, dass die Temperatur noch stärker abfällt bei den Menschen, die sagen, sie sind eine Morgenperson. Weil, warum bin ich überrascht? Weil ich sage, wir wissen doch, dass nachts Cortisol relativ niedrig ist. Und es gibt ja auch generell die Information immer wieder zu lesen, man hätte nachts ein bisschen weniger Temperatur. Jetzt kaufe ich das ja nicht ab, sondern ich sage, die Körperkerntemperatur ist ungefähr 36,8 nachts. Warum ist sie am Handgelenk dann relativ hoch? Gut, kann man argumentieren, weil man in Ruhe ist. Aber warum sinkt sie beim Aufstehen ab? Ja gut, ich glaube, eine naheliegende Erklärung ist, dass man nachts zugedeckt ist, warm hat und wenn man dann aufsteht, dann werden die Arme frei und dann können die eher abkühlen, je nachdem, in welcher Temperatur man sich aufhält. Weil das haben wir jetzt ja ganz deutlich von dem vorhergehenden Beispiel schon gesehen. Das Hauptproblem bei der Messung am Handgelenk ist, dass die Temperatur, wenn die Außentemperatur abfällt, dann sehr niedrig ist. Trotzdem behaupten jetzt die Autoren hier, wenn man alle Rechnungen zusammenzieht, sieht dann die Grafik so aus, dass man am Vormittag dann die niedrigste Temperatur hat, am Nachmittag immer noch niedrig und nur nachts hat man sozusagen eine schöne Temperatur. Ja gut, ich glaube, mit diesem Missstand muss man leben, das muss man auch wissen, dass es so ist. Und was hier natürlich mit einfließen müsste, ist, dass man irgendwie registriert oder das vielleicht rausrechnet, was die Umgebungstemperatur macht, ne? Also wenn man jetzt draußen ist zum Beispiel und es ist Winter, dann wird das sicherlich einen drastischen Einfluss haben. Oder man ignoriert einfach diese Tagesmessungen, was ein bisschen schade wäre, weil es wäre ja unter hormonellen Gesichtspunkten sehr interessant rauszulesen, habe ich am Tag das Problem, dass meine Temperatur abfällt, weil ich einen Cortisolmangel habe. Wie ist allgemein meine Resistenz gegen Kälte, was ja auch was mit Schilddrüsenaktivität zu tun hat, ne? Wie stark kann die Schilddrüse hochfahren, wenn ich in die Kälte gehe, weil das muss sie. Und dieses Hochfahren, da kann man vielleicht dann auch rausdifferenzieren, macht das die Schilddrüse jetzt, dass sie einfach mehr in die Aktivität geht, mehr aktive Hormone auch ausscheidet, oder werden dann Enzyme im Körper aktiv, die dann einfach mehr aktive Hormone herstellen, überall, wo sich ein T4 zum Beispiel aufhält im Blut. Also da gibt es Detailfragen. Jetzt ungeachtet dieser Einschränkung haben die dann angeschaut, wenn jemand eine Leberverfettung hat zum Beispiel, hat er ein verändertes Bild. Wenn ein Typ 2 Diabetes hat, bei Bluthochdruck kann sich das verändern, bei Lungenentzündungen, bei Morbus Parkinson auch. Und die sagen halt, wenn Sie jetzt eine bestimmte Tendenz einer Störung sehen, wie man sie eben später dann auch sieht, bei diesen Erkrankungen, dann würde man vorhersagen können, ja, hier ist ein Zustand, und das hat was mit Temperaturregulation innerhalb des Körpers zu tun. Also wie stark kann der Körper in die Peripherie, was jetzt das Handgelenk wäre, Temperatur schicken? Und das ist schon interessant, weil wir sehen ja bei vielen Frauen vor allem jetzt, wenn die einen Progesteronmangel haben, dann sagen die immer, dass sie eben jetzt nicht unbedingt im Körperinneren frieren, sondern dass dann die Hände und die Füße zum Beispiel kalt sind oder leichter kalt werden. Und das wäre ja auch sowas, was man auf diese Weise messen könnte. Also man könnte vielleicht ganz gut sagen, ob Progesteron ausreichend vorhanden ist. Und das kann man auch im Puls, wie ich im vorherigen Video erwähnt habe, kann man das ja auch tasten, ne? Die sogenannte Wärmeimpuls, also das, was warme Hormone machen, wärmende Hormone machen, das kann man heraustasten.
Wenn diese warmen Hormone überhand nehmen, dann tastet mein Puls diesen Pitta-Puls, wie die Inder das nennen, das eben von drei Fingern der mittleren am stärksten anschlägt. Ähnlich könnte man das mechanisch hier aufzeichnen. Also ich glaube, das Hauptproblem, was wir derzeit haben, ist, wenn wir solche Fragen beantworten wollten, dann bräuchten wir ein Urband, das so breit ist, ne? Dass eben dann der Puls an drei Stellen registriert wird. Und dann könnte man die Pulsqualitäten aufzeichnen und daraus Rückschlüsse ziehen über hormonelle Flüsse. Wenn es hier rein um die Temperatur geht, würde ich einfach nur mal sagen, kann das interessant werden? Das sind erste Ergebnisse. Ich fand es interessant, dass das erforscht wird und ich würde auch euch hier mal in den Kommentaren bitten, hinzuschreiben, wenn ihr so eine Uhr in Verwendung habt, was sind eure Erfahrungen mit den Temperaturen, weil ich denke, da könnte man einiges erkennen und man könnte es, denke ich, vermehrt einsetzen, auch zur Diagnostik von hormonellen Störungen. Da bräuchte man aber noch einige Informationen dazu. Ja, so viel dazu heute in diesem Video. Schöne Zeit wünsche ich euch.